Er kam aus der Tiefe des Raumes. Günther Netzer, eine Legende. Der erste Popstar des deutschen Fußballs. Markenzeichen, blonde Mähne, schnelle Autos. Netzer polarisierte, aber die Fans haben ihn immer geliebt. Nun feiert der einstige geniale Spielmacher von Borussia Mönchengladbach und Real Madrid an diesem Sonntag seinen 70. Geburtstag. Unvergessen seine Selbsteinwechslung im Pokalfinale 1973 gegen den 1. FC Köln. Sein letztes Spiel für die Fohlen. Weisweiler verbannte ihn aus der Startelf. Ich kann es bis zum heutigen Zeitpunkt nicht erklären, was mich da getrieben hat, mich da selbst einzuwechseln. Dass es auch noch gut ausgeht, ist ja noch das Verrückte daran. Die Chancen waren 1 zu 1 Million wahrscheinlich, dass dieses positiv für mich verlaufen wird. Aber es ist tatsächlich passiert. Und das sind Dinge so, die in Erinnerung bleiben, die auch nach 40 Jahren oder noch mehr den Leuten in Erinnerung geblieben ist. Man spricht immer noch darüber. Das ist das Schöne am Fußball. Netzer, ein Symbol für deutsche Fußballkultur. Der Rebell am Ball. Aber der gesellschaftspolitische Aspekt wurde überinterpretiert. Es war Rebellion gab es nicht in diesem Maße. Wenn man schon gegen den Trainer opponiert hat, dann war man schon Revoluzer und hat dieses so gesehen. Aber im Grunde genommen habe ich dies nicht aus Eigeninteresse getan. Ich habe mich in den Dienst der Mannschaft gestellt, die mich quasi aufgefordert haben, dieses auch alles zu tun. Das war das Wichtige daran, dass ich nicht eigenmächtig, eigensinnig gehandelt habe, egoistisch gehandelt habe, sondern dieses fachlich-sachlich mit dem Trainer ausgetragen habe. Der Name Netzer, ein Synonym für die Nummer 10. Die Eleganz, ein Idol unter den Mittelfeldregisseuren, ein Fußballmythos. Mythos, das ist immer so eine Sache. Man macht sich natürlich sehr bekannt mit spektakulären Aktionen. Sie haben das Pokalendspiel angestoßen, dass nach 40 Jahren noch darüber geredet wird. Das ist schon etwas Besonderes. Und so gibt es einige andere Geschichten in meinem Leben, die außergewöhnlich waren für einen Fußballer. Das ist es in der Summe tatsächlich so, dass man dazu kommt, das als Mythos zu bezeichnen. Ich kann damit wenig anfangen. Eine große Persönlichkeit des deutschen Fußballs, aber auch jemand, der ganz klar seine Grenzen kennt. Es gibt etwas Gutes bei mir. Ich habe immer gewusst, was ich kann, aber ich habe vor allen Dingen gewusst, was ich nicht kann. Und das gehört nun wirklich dazu, dass ich das nie bei mir gesehen habe, Trainer zu sein. Ich weiß, dass ich das nicht kann und deswegen habe ich das gar nicht versucht. Günther Netzer, der Genius am Ball, ein erfolgreicher Geschäftsmann und rundum zufrieden und dankbar, wie er sagt.